sieht man hier ganz schön, ist letztendlich relativ simpel aufgebaut. Der Halter zentriert sich hier über den Durchmesser des Halters zu den Schrauben, sitzt also genau mittig in der Rohrleitung. Und die Schrauben, die die beiden Flanschen miteinander verbinden, führen hier seitlich am Werstscheibenhalter vorbei. Die Vorteile sind, er ist verdrehsicher, er ist selbstzentrierend und er hat eine variable Halterhöhe. Und das ist auch nochmal ein ganz, ganz großer Vorteil, gerade da, wo Sie eventuell mal andere Armaturen ersetzen, ob es jetzt eine Werstscheibenposition ist oder vielleicht was anderes. Da haben Sie eine gewisse Rohrleitungsführung und einen gewissen Abstand. Hier haben Sie auch die Möglichkeit, die Halterhöhe genauso individuell anzupassen, damit Sie damit die Armatur, die vorhin drin war, 1:1 von der Baulänge her ersetzen können und somit entfallen Veränderungen an der Rohrleitung. Ja, die Befestigungsmittel hatte ich ja vorher schon angesprochen. Die Befestigungsmittel gibt es links und rechts seitlich von dem Werstscheibenhalter. Und wenn ich das Ganze zusammenbaue, dann verbinde ich die beiden Halter über diese Befestigungsmittel miteinander. Hier sehen wir auch nochmal die zwei verschiedenen Dichtungskonzepte. Einmal die metallisch dichtende Umkehrwerstscheibe und hier haben wir die weichdichtende Umkehrwerstscheibe. Wir sehen also grundsätzlich hier immer die Dichtungen zwischen den Rohrleitungsflanschen und dem Haltereinlass bzw. dem Auslass. Und bei der weichdichtenden Variante haben wir hier noch die zusätzlichen Weichdichtungen mit drin. Ein weiterer Halter, der mir persönlich auch sehr am Herzen liegt, ist der sogenannte vorgespannte Halter. Das Schöne an dem vorgespannten Halter ist tatsächlich, dass er Vorteile im Handling bietet. Bei zugbelasteten konkaven Werstscheiben, sprich die Weiterentwicklung, immer noch zugbelastet, aber jetzt gewölbt, haben wir ab einem Werstdruck von 1,5 bar eine typische Toleranz von plus minus 10%. Und die konvexe Umkehrwerstscheibe hat bei Werstdrücken kleiner 3 bar eine typische Toleranz von plus minus 150 Millibar, größer 3 bar plus minus 5%. Da sieht man auch direkt, die Umkehrwerstscheiben haben also grundsätzlich die geringsten Toleranzen. Weitere mögliche Toleranzen, es muss nicht immer eine Positiv- und Negativ-Toleranz sein. Es könnte auch zum Beispiel plus 5%, minus 0 sein. Könnte natürlich auch plus 0, minus 5 sein. Und das Ganze natürlich auch mit den 10%. Auch das ist alles möglich. Der zweite Punkt, der für die Umkehrwerstscheibe spricht, ist das maximale Arbeitsverhältnis. Da geht es grundsätzlich darum, dass ich mit meinem Fahrdruck nicht zu nah an den minimalen Werstdruck heranfahren darf. Das müssen Sie sich ganz simpel vorstellen. Sie haben ein kleines Stück Blech und desto häufiger ich dieses Stück Blech hin und her biege, desto früher wird es irgendwann mal brechen. Und ich vergleiche Werstscheiben immer ganz gerne mit Fahrzeugen, weil Fahrzeuge einfach irgendwie greifbarer sind als solche Armaturen. Sie kennen das auch aus dem Drehzahlbereich des Motors. Da gibt es auch diesen rot schraffierten Bereich. Der eine oder andere sagt, das Fahren in genau diesem Bereich macht am meisten Spaß. Aber wir wissen alle, das tut dem Motor nicht gut.